Gruppe, aber wir haben das mit dem Mikrofon trotzdem gemacht, damit wir uns nicht so anstrengen müssen. Wir sollten, wir haben das da unten nicht geschafft, weil das ja alles sehr eng getaktet ist, aber hier sollten wir die Diskussion pflegen. Das heißt, ich verstehe das jetzt als gemeinsames Gespräch. Wir fangen mal kurz auf dem Podium an, so wie ich das immer mache. Sie haben das eben unten gesehen, dass ich jeden ein bisschen ins Gespräch bringe von den vier Experten, die hier sind. Aber dann würde ich eigentlich gerne gleich öffnen, wenn Sie wollen, sich an der Diskussion beteiligen, Fragen stellen, Positionen aufmachen und dass wir einen richtigen Workshop-Charakter haben. Wir haben eine knappe Stunde. Wir reden über unser Thema Digitalisierung im Bereich auf die Gesundheit. Das wurde ja heute Morgen auch schon angesprochen. Das ist einer der Bereiche, die stark im Kommen sind, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mir fällt immer ein Film, den ich mal vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren gesehen habe, so ein Hollywood, na so lange war es nicht her, 30 Jahren sagen wir mal, so ein Hollywood-Schinken, wo es darum ging, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt, habe ihn noch nie wieder gesehen, der lief da mal im Fernsehen, da ging es darum, dass irgendein Mensch eine Krankheit hatte und dann wurde ein Ärzteteam verkleinert und wurde mit einem Raumschiff über den Mund sozusagen in den Patienten eingeführt und fuhr dann da rum, weil es im Magen oder sonst wo irgendwo eine Reparatur vornehmen musste und kam dann an diesen riesigen Mandellappen vorbei und sowas. Und ich glaube, dass wir uns so langsam aber sicher ein bisschen dahin bewegen, denn wir sind ja bei der Medizin, erstmal was die Prognose angeht, ja noch, wenn ich das richtig sehe, die Experten sitzen hier viel, sehr weit am Anfang. Wir versuchen ja vieles von außen zu verstehen, indem wir versuchen, über Blut, Fluss und sowas Dinge erkennen zu können. Und wir sind, Thema von vorhin da unten, natürlich noch ganz am Anfang bei der Frage, wie vernetzen wir Daten, wie nutzen wir Daten, also das, was vorhin da unten ja diskutiert wurde, am Beispiel des Autos oder des Navigationsgeräts oder des Strommessers im Keller, könnte man natürlich viel schöner und viel wichtiger und vermutlich viel gewinnbringender im Medizinbereich mal starten, aber wir sind noch ganz am Anfang. Der digitale Gesundheitsmarkt, wir werden darüber reden, ist schwer im Kommen, da sind ungeheure Wachstumspotenziale weltweit in vielen Milliarden zu rechnen, zu heben, aber Deutschland hinkt dahinter zurück. Und vor diesem Hintergrund finde ich es schön, dass wir jetzt drei Mediziner hier haben und eine, Frau Neumann, eine Betriebswirtin, die also sozusagen aus einem Anwenderunternehmen aus IBM kommt. Und ich möchte einfach mal ein bisschen feststellen, wo stehen wir und was geht und was geht vielleicht nicht oder was sollte nicht gehen. Also genau die Debatte, die wir ja unten geführt haben, jetzt auf den Gesundheitsbereich runtergebrochen. Wenn ich also mit meinem Nachbarn anfange, mit Herrn Professor Altscher, geschäftsführender ärztlicher Direktor Robert Bosch Krankenhaus und ungefähr noch fünf andere Kliniken und Lehrstühle und Lehraufträge, glaube ich. Das steht ja alles in den Tagungsunterlagen. Sie haben das ja und können ja die Lebensläufe nachsehen. Weswegen Sie hier sitzen, ist natürlich, weil Sie am Robert Bosch Institut zusammen mit der Techniker Krankenkasse dieses Pilotprojekt haben. Mit einem völlig, dämlichen Namen, großes A Punkt, großes T Punkt, kleines E Punkt, kleines M, A-T-E-M, steht für Atem. Ach, so soll man das lesen, ja, ja. Atem. Ich glaube, es ist ziemlich smart. Jetzt habe ich es verstanden, Ich habe das immer nur schriftlich gesehen. Nee. Und habe das dann englisch ausgesprochen, A-Team, und dachte mir, was soll das heißen? Es steht ja für, sagen Sie es lieber. Es steht im Prinzip dafür, dass wir Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen telemedizinisch betreuen. Und es ist ein Projekt, und das macht es eben aus, es ist eben kein Projekt mehr, sondern wir sind über einen IV-Vertrag in der Regelversorgung. Das ist also gelebte Patientenversorgung mit einer neuen Vertragsform, aber durchaus direkt finanziert von Krankenkassen. Und es adressiert genau die Probleme, die wir heute schon haben. Wir haben durch diverse Rahmenbedingungen einen Fachkräftemangel, vor allem im ländlichen Raum. Und wenn Sie nach Norddeutschland gehen, wird es dramatisch. Und das sind auch die besten Kunden in dem Projekt. Wenn Sie ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern nehmen, da haben wir enorm hohe Einschreibquoten für dieses Projekt. Aber wir tun bundesweit Patienten, betreuen telemedizinisch mit einer chronischen Erkrankung, die dadurch, und das ist das Ziel von diesem, ja, von dieser Versorgungsform, dass die weniger häufig ins Krankenhaus müssen, länger unabhängig in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können.
Projekt läuft jetzt seit 3 Jahren, es sind über 300 Patienten mittlerweile betreut worden und es ist immerhin so erfolgreich, dass die Krankenkasse, die das mit uns organisiert hat, die Technikerkrankenkasse, jetzt das auch fortführt und jetzt auch noch weitere Krankheitsbilder anschließt. Aber es beginnt ganz langsam, wenn Sie sagen 3 Jahre, 300 Patienten, das ist noch nicht richtig eine Bewegung, oder? Nee, also es gibt mittlerweile natürlich Projekte in Deutschland, wo wir ganz andere Zahlen haben. Es gibt auch Projekte, wo sie schon auf vierstellige Zahlen kommen, aber es ist hier vorgesehen, an nächster Stufe Patienten mit eingeschränkter Herzfunktion anzuschließen. Das wird zunehmen. Okay, machen wir mal die Runde weiter. Ich gehe direkt auf die andere Seite. Frau Dr. Biskup ist humangenetische Fachärztin, heißt das so? Ja, ne? Fachärztin für Humangenetik. Fachärztin für Humangenetik, genau. So. In der Parkinson-Forschung groß geworden und bekannt geworden, weil Sie da was Wichtiges entdeckt haben vor vielen Jahren. Waren Oberärztin, Chefärztin? Ist egal. Gewesen, egal. Wichtige Ärztin in einem Krankenhaus. Und haben dann sozusagen als Hobby eine Firma gegründet, nämlich eine Gendiagnostikfirma. Gendiagnostikunternehmen in Tübingen mit ihrem Mann zusammen, die ziemlich erfolgreich war. Das heißt, sie werden auch im Moment sehr nachgefragt bei solchen Veranstaltungen, wenn es gar nicht um die Fachkompetenz geht, sondern darum, eine erfolgreiche Gründerin. Aber hier sind Sie für uns natürlich wegen des Themas. Ist das digitale Thema für Sie in Ihrer Firma, ist systemrelevant, ne? Daran hängt Ihre Firma letztlich, oder? Also ich denke mal, dass das Thema absolut relevant ist, insbesondere weil wir große Datenmengen generieren. Und ich glaube, dass wir da erstens einen Beitrag leisten für den einzelnen Patienten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass wir alle eigentlich mithelfen müssen, diese Datenmengen zu generieren, um als Einzelne davon wieder zu profitieren. Und Genetik ist ja was bei vielen erstmal eine Angst auslöst und ich glaube, es ist wichtig, einfach mal sich mit der Sache auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, ob das nicht vielleicht doch ein Benefit für uns alle letztendlich bedeutet. Und was heißt das? Was machen Sie konkret? Wofür brauchen Sie die neue Technik? Also primär geht es in der Humangenetik erstmal darum, dass man eine Diagnose stellt. Also wenn Sie früher oder später einmal Patient sind, dann wollen Sie auch nicht behandelt werden auf irgendwas hin, sondern Sie erwarten, dass der Arzt zunächst die korrekte Diagnose stellt. Und da spielt die Genetik zunehmend eine relevante Rolle, insbesondere wenn jemand eine Tumorerkrankung hat, dann würde man zunächst den Tumor untersuchen und dann eine Therapie darauf zuschneiden. Das heißt, als ich angefangen habe zu studieren, da war so gerade der Trend in den 90er Jahren der Spezialisierung der Fachgruppen und der Patient wurde eigentlich immer nur so Teile des Patienten betrachtet. Und was ich jetzt eigentlich gut finde, ist, dass der Patient wieder als Ganzes gesehen wird und es geht ja in die Richtung der Personalisierung. Das heißt, ein Patient ist so individuell, seine Krankheit ist so einzigartig. Das heißt, wir müssen Methoden zur Verfügung stellen, die es schaffen, auch bei Patienten mit seltenen Erkrankungen die Diagnose richtig zu stellen, um dann eine korrekte Therapie auch für den Patienten anbieten zu können. Mhm. Neben Ihnen sitzt Professor Matthias Schwab von der unter anderem Uniklinik, aber zum Beispiel auch am Bosch-Institut und diverse andere Positionen. Kindermedizin, Kinder- und Jugendarzt und auf dem Lebenslauf. Alle drei Mediziner hier sind in ihrem Fach ganz bedeutend. Nur das ist nicht unser Thema. Das Spannende ist, dass Sie sich alle drei eben auch mit Big Data beschäftigen und Sie eben auch, Herr Schwab. Bei Ihnen steht am Ende des Lebenslaufes, den wir abgedruckt haben, besonderes Interesse liegt auf der Anwendung neuer Omics-Technologien mit den Herausforderungen von Big Data. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, was Frau Biskup schon eingeführt hat, dass ja die personalisierte Therapie, das heißt also der Ansatz, dass der einzelne Patient im Vordergrund steht und wir mehr verstehen wollen über den Patienten, um ihm eine bessere Diagnostik zukommen zu lassen, eine bessere Prävention, aber auch eine bessere Therapie zukommen zu lassen, dass wir dazu viele Daten brauchen. Und die Daten sind natürlich auf der einen Seite die klinischen Daten, die phänotypisierten Daten, das heißt also, wie tritt der Patient auf, das hat man schon viele Jahre gemacht, aber diese Daten wurden auch nie so systematisch gesammelt. Auf der anderen Seite die genetischen Daten, die Frau Biskup angesprochen hat, ihr gesamtes genetisches Make-up, sagt man, also ihre Information, die kann den Tumor betreffen, als auch die normale Keimbahn, also ihre normale Erbsubstanz. Und dann kommen noch zusätzlich viele andere Möglichkeiten, die man heute untersuchen kann. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Ihr Blut, im Blut schwimmt vieles herum, ganz normale Stoffwechselprodukte.
Und das sind solche Techniken, die man heute als Omics-Technologie bezeichnet. Also Omics ist Genomics oder zum Beispiel Phenomics, der Phänotyp, oder zum Beispiel, wenn man endogene Substanzen anschaut, Metabolite, sagt man Metabonomics. Und diese Informationen allein kann sich jeder, der auch in dieser Materie nicht richtig drin ist, sofort vorstellen. Das sind Tausende, das sind Millionen von Daten. Das ist ein Datensatz, der heute möglich ist, weil er finanzierbar wird. Weil es jetzt Technologien gibt, die einfach dazu führen, dass wir solche Untersuchungen auch durchführen können in vernünftigen Zeiten, nämlich nicht in 3 Monaten, sondern innerhalb von wenigen Tagen. Und diese Informationen müssen natürlich irgendwo gespeichert werden, ausgewertet werden. Das ist Big Data. Was ist das Ziel dahinter? Diese Informationen sollen dazu führen, bessere Algorithmen, bessere Vorhersagemodelle aufzubauen, um tatsächlich dem Patienten eine bessere Therapie oder eine bessere Diagnostik zukommen zu lassen. Gibt es exzellente Beispiele, ist vieles in der Klinik schon übergeführt. Viele der neuen Medikamente, der Großteil in der Onkologie, die heute zugelassen werden, sind zielgerichtete Medikamente, also auf der Basis einer Entdeckung in ihrer Genetik wird ein Arzneistoff entwickelt, der eingesetzt wird und deswegen zur Therapie heute auch verfügbar wird. Das ist heute Standard, aber das ist natürlich der Anfang und muss durch diese zusätzlichen Informationen erweitert werden, in dem Prinzip oder unter dem Prinzip dieser individualisierten, personalisierten, stratifizierten, das kann man alles bezeichnen, wie man möchte. Okay. Also es gibt viele, viele Worte dafür, ist in jeder Zeitschrift, wenn Sie heute den Fokus aufmachen, die Bildzeitung aufmachen oder sonst ein Organ lesen im Internet, da gibt es viele verschiedene Worte, aber es geht um den Einzelnen und das ist heute möglich geworden. Ja, ja. Hat mir gefallen, wie Sie das Wort Organ betont haben in dem Zusammenhang. Machen wir die Runde voll. Patricia Neumann aus der aus dem Führungsteam von IBM Deutschland, Vizepräsidentin für Industrial Solutions und so weiter. Jemand, der verfolgt hat in den letzten Jahren, wie sich IBM, die ja eigentlich aus einem anderen Bereich kommen, also was weiß ich, Industrieanwendung und so weiter, auch in dem Bereich E-Health vorarbeiten. Wollen Sie mal beschreiben, was da bei Ihnen so passiert? Yes. Sehr gerne. Also zum einen, was wir sehen, und das Wort ist jetzt mehrfach gefallen, das eine war das Thema Datendigitalisierung und das zweite Thema, was mehrfach gefallen ist, war jetzt individuell, personifiziert etc. Und das sind Trends, die wir in allen Industrien sehen, also in allen Branchen ist das eigentlich disruptiv im Moment. Automotive habe ich verstanden, vorhin ein Thema, aber alle Branchen beschäftigt dieses Thema. Warum? Der treibende Faktor, der hier kommt, wir nennen es, es kommt eigentlich von uns als Individuum, als Konsument. Wir treiben durch die Möglichkeit der Digitalisierung, dass wir vernetzt sind, informiert sind, viel mehr als in früheren Jahren, treiben eigentlich diesen Drang, diesen Anspruch an etwas individuell zu bekommen. Und wenn ich jetzt die Brücke schlage zwischen verschiedenen Industriebranchen in die Medizin und ich bin hier an dem Tisch in der Runde nicht jetzt der Fachexperte, aber die Bedeutung und die Menge der Daten ist in der Medizin eine andere Dimension. Warum? Die Menge ist zum einen verdoppelt sich alle Jahre, 2 Jahre um ein Vielfaches. Die Komplexität aus IT-Sicht betrachtet, unstrukturierte Daten, Daten in Schriftformen in verschiedenen Sprachen, ist eine besondere Herausforderung. Und das Zweite ist, es sind natürlich Daten der besonderen Art. Es geht um lebenserhaltende, lebensbedrohende Dinge, die wir hier betrachten oder angehen wollen. Was ist unser Anspruch als IT-Lösungsanbieter in dem Umfeld? Ist zum einen zu sagen, wir wollen den Umgang mit den Daten nicht nur ermöglichen und sicher gestalten, weil auch das Thema Sicherheit gerade in der Medizin wieder ein spezifisches Thema ist, aber etwas mehr daraus machen. Und wenn ich sage, 2 Differenzierungsfaktoren aus IBM-Sicht zum Thema Daten im Gesundheitswesen, ist das eine, es reicht nicht, Daten zu korrelieren, zu verstehen, sie zu listen, zu strukturieren, sondern aus den Daten müssen kognitive Erkenntnisse gezogen werden. Und die Forschungen oder die Gelder aus unserer Sicht jetzt als IT-Lösungsanbieter fließen in dieses Thema Cognitive Analytics, wie wir es nennen. Das heißt, verstehen von Dingen, die nicht in einer Tabelle sind, sondern die in einer Schriftform sind, die in unterschiedlichen Sprachen sind, die in einer Bildform sind und über Korrelationen hinaus den Anwesenden, sage ich jetzt mal hier am Tisch, die Möglichkeit der Unterstützung zu geben. Und nicht nur Unterstützung im Sinne, alles, was wir wissen, wenn wir das alles in Summe als Einzelperson wissen, werden wir am Ziel, sondern Unterstützung dahingehend zu gehen, dass wir auch schneller sind. Und Sie haben von Monaten gesprochen, Herr Schwab, oder von Wochen. Der Anspruch ist zu sagen, Realtime. Und wenn ich Realtime Dinge im Patienten, in der Behandlung etc. auch zur Verfügung stellen kann, dann braucht es mehr, sage ich jetzt,
als ein Start-up-Unternehmen im Gesundheitswesen, da komme ich wieder Brücke als IBM zurück, dann braucht es Integration mit riesigen Backend-Systemen, die es gibt. Dann heißt es globale Vernetzung, weil solche Dinge passieren nicht jetzt auf einer App, die vielleicht irgendwo im Gesundheitswesen entsteht, sondern die passieren nur, wenn das Ganze integrativ spricht. Sie sprachen von Telemedizin oder den Sachen der Remote-Betreuung. Das funktioniert nur, wenn es wahnsinnig starke Backends im Hintergrund gibt, die der Patient nicht sieht, die der Arzt nicht sieht, aber die es jemand gibt zur Beherrschung, auch unter dem Standpunkt der Sicherheit zu beherrschen. Wenn wir nochmal ganz kurz versuchen, jetzt sozusagen das Gefechtsfeld zu beschreiben. Sie leiten ja ein Team, das sich mit sehr vielen Bereichen beschäftigt, also von Auto über Reise und Logistik und Transport und so weiter und eben auch Gesundheit. Wenn Sie diese Branchen vergleichen, ist man dann im Bereich der Gesundheit weiter als in anderen Bereichen oder eindeutig zurück in der digitalen Durchdringung sozusagen des Themas? Also im Anspruch, in der Wahrnehmung ist man in der Gesundheit weiter, weil der Patient sehr prominent ist oder sehr dominant fragt oder den Anspruch hat, als vielleicht ein anderer Kunde. Auf der anderen Seite ist man ein Stückchen weiter zurück, weil das Thema Transparenz und auch das Verständnis einer medizinspezifischen Branche für den Patienten weniger leicht durchdringbar ist. Ja, ich merke Zurückhaltung im europäischen, im deutschen Raum verglichen zu dem, was ich sehe im amerikanischen Raum. Unsere Investitionen, jetzt sind wir amerikanisches Unternehmen, fließen ganz stark in den amerikanischen Raum im Moment. Dort gibt es erstens das Thema, das Gesundheitswesen wird teilweise oder im großen Teil von privaten Bezahlern oder Payern bestritten. Dort gibt es die Bereitschaft, diese Neugierde zu sagen, ich gehe über Angst hinweg, ich traue mir etwas. Ja, und wir haben über 15 Krebsforschungsinstitute in den USA, die mit uns partnern, Firmen wie Medtronic, Johnson & Johnson. Und in Deutschland ist es auch zum einen Zurückhaltung und auch ein bisschen der Anspruch, erstmal sehen, was funktioniert, bevor investiert wird. Und dieses Thema zurückhaltende Investition im Zusammenhang der Digitalisierung ist widersprüchlich, gerade für den Gesundheitsraum. Man muss investieren und man muss sich trauen, um weiterzukommen. Also unsere Erfahrung ist erstens, Medizin ist für sich genommen als Fachstruktur konservativ. Wir haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Wir sind eigentlich nicht die Profession, die viel ausprobiert, sondern wir tun eher aus anderen Bereichen Dinge dann übernehmen, wenn sie sicher in anderen Bereichen funktionieren, weil wir dieses hohe Sicherheitsbedürfnis haben. Aber trotzdem haben wir international gesehen, glaube ich, in Deutschland eher nicht eine Kultur, wo wir sehr schnell sind. Und was wir im Moment erleben, ist, dass der eigentliche Gesundheitsmarkt, der primäre, deutlich langsamer ist, wie das, was die Patienten, die Kunden, die Bürger verwenden. Also nur ein Beispiel, Telemedizin noch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Wir haben unendlich lange Diskussionen über Medizinprodukte gehabt, Zulassungsverfahren, bis wir überhaupt mal irgendeinen Kasten hatten, den wir den Leuten zu Hause in die Wohnung stellen konnten. Ging mal 5 bis 10 Jahre drauf mit viel Ingenieurstunden. Heute kommt der Patient zu mir, hat eine Applikation auf seinem Smartphone, hat einfach seinen Blutdruck, seine Blutzuckerwerte irgendwie ausgewertet, gibt mir das auf den Tisch und sagt, das sind meine Werte und jetzt reden wir mal drüber. Ja. Das ist aber oft gar kein Medizinprodukt, sondern die machen einfach. Was wir erleben, die Dynamik findet im Moment nicht im geordneten Gesundheitsmarkt statt, sondern in ganz anderen Märkten und das schwappt dann aber rüber in den primären Gesundheitsmarkt. Großes Problem. Vielleicht die Frage an die beiden anderen Praktiker. Teilen Sie das so? Ich teile das auch. Man muss natürlich, wenn man Amerika gut kennt, und ich habe ja viele Kontakte und bin oft da drüben, die sind uns natürlich schon ein Stück weiter, nämlich im Zusammenhang mit dieser Einführung in den Krankenhäusern Electronic Medical Records. Das heißt, wenn ich mit solchen Daten in Zukunft umgehe und ich will die auch für den Patienten unmittelbar nützen, dann muss ich sie auch irgendwo verfügbar haben. Und das ist tatsächlich in Deutschland etwas schwieriger. Das ist heute sehr gut rausgekommen. Diese Angst, diese Bereitschaft des Patienten, da mitzugehen, die ist natürlich in der amerikanischen Kultur anders, als sie hier bei uns ist. Sicherlich auch kommt durch unsere Vergangenheit und durch viele andere Sachen, dass eben die Angst des Datenschutzes, wie gehen wir mit diesen Daten um, nicht so offen kommuniziert wird zum Teil auch und auch so offen verstanden wird, wie das in den USA ist. Trotzdem glaube ich, das ist die einzige Möglichkeit. Ich sage Ihnen ein Beispiel. In den USA gibt es ein Netzwerk, das heißt eMERGE. Das sind Millionen von US-Dollar, die da reinlaufen. Das heißt ein Electronic Medical Record System in den Krankenhäusern, wo eben Ihre genetische Information, Ihre sonstige Information präemptiv, das heißt, wenn sie verfügbar ist, gespeichert wird, ohne dass der Patient sie unmittelbar jetzt brauchen muss. Er hat vielleicht die Erkrankung noch nicht. Wenn er aber wieder dorthin kommt, weil die gut
vernetzt sind, kann sie sofort abgerufen werden. So eine Vorstellung bei uns ist derzeit schwer zu kommunizieren aus verschiedenen rechtlichen Gründen. Das ist aber die Zukunft. Das ist in Amerika eingeschlagen wie eine Bombe. Und wenn Sie sich anschauen, Barack Obama jetzt im Januar im Senat hat er vorgestellt, 215 Millionen US-Dollar Precision Medicine, die derzeit Negotiation im Kongress ja verhandelt wird, damit dieses Geld freigestellt wird. Was will er mit dem Geld machen? Dieses Geld ist tatsächlich Genomik. Das hatte, er hat dort das Modell der Erbsubstanz in seiner Rede vom Senat gehabt, hat 10 Minuten über das Modell der Erbsubstanz von Watson und Crick gesprochen, schon beachtlich, amerikanischer Präsident spricht 10 Minuten über die Erbsubstanz und hat gesagt, wir brauchen dieses Geld, um einer großen Kohorte von Freiwilligen und Patienten diese genetische Information zu generieren, damit wir sie einspeisen können. Das sind Dimensionen, die Sie sich hier schlecht vorstellen könnten, sowohl auf der politischen als auch auf der kulturellen Ebene. Und deswegen sind sie uns weiter. Ich will aber nicht sagen, dass das schlecht ist, aber wir sind am Beginn, richtig aufzusteigen. Wir müssen den Zug nicht, den Aufsprung nicht versäumen. Und ich denke, das ist der Grund, warum solche Kongresse wie hier, der digitale Wandel, einfach das Bewusstsein schärfen muss, dass daher Zeit ist, darüber nachzudenken. Mhm. Ich glaube, gerade im medizinischen Bereich ist es was, man hört sich das alles immer an, das klingt immer alles ganz gut, aber ich glaube, in dem Bereich kann man wirklich aktiv Dinge verändern. Also was man in Amerika sieht, was bei uns langsam kommt, ist, dass sie als Patient wirklich ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen, dass sie sich nicht verlassen auf irgendwas. Und die Digitalisierung ermöglicht ja im Prinzip jedem, sich zu informieren. Und was man auch einfordern kann, sind die eigenen Daten. Man kann ja fragen, was ist mit Datenschutz, was ist mit Datensicherheit. Aber das ist das eine, dass jeder für sich quasi die Verantwortung übernimmt und sich auch kümmert, wird zunehmend wichtiger. Wenn Sie die Bereitschaft haben, Ihre Daten auch zur Verfügung zu stellen unter besonderen Rahmenbedingungen, leisten Sie einen erheblichen Beitrag für das Ganze, weil das wird zurückkommen zu Ihnen. Je mehr Daten wir haben, desto besser können wir letztendlich auch den einzelnen Patienten behandeln. Das heißt, man muss diese Angst überwinden, dass man was von sich preisgibt, ist letztendlich gut für das Gesamte. Und dann brauchen wir, ich denke, das ist auch angesprochen, wir brauchen Geld. Wir müssen einfach viel größere Projekte ermöglichen. Da sind wir in Deutschland meilenweit zurück. Das ist eigentlich, muss man sagen, eine Katastrophe, dass da so wenig Bereitschaft, auch das sind private Privatleute, die das letztendlich bei uns den Fortschritt finanzieren. Ja. Ich glaube, man kann, dann würde ich gerne Sie auch einbringen in die Diskussion, es ist sehr stark ein psychologisches Thema. Also es wurde ja hier verschiedentlich angesprochen und wir sind auch jetzt schon wieder dabei, dass wir sozusagen sagen, was ist mit den Daten und wie sicher sind die Daten. Wir hatten neulich in meiner Zeitung eine große Diskussion über die Digitalisierung und so weiter. Und das war ganz interessant beim Thema Auto, selbstfahrendes Auto und so weiter, haben wir lange über die Frage, also so ressortübergreifend zwischen Kollegen aus verschiedenen Bereichen, über die Frage diskutiert, wann es das selbstfahrende Auto gibt und wie das funktioniert. Und irgendwann ganz am Ende der Diskussion sagte mein innenpolitischer Kollege Heribert Prantl, der sehr stark so auf solche Schutzrechte guckt, müssen natürlich auch noch überlegen dann am Ende, wer ist denn schuld, wenn es doch einen Unfall gibt. Und da brauchen wir auch gesetzliche Regelungen. Aber erstmal hat man darüber geredet, was alles Tolles geht. Als wir über Medizin gesprochen haben, haben wir schon die Frage, ob diese Gesundheitskarte, die wir alle haben, irgendwann mal so geschaltet wird, dass vielleicht der andere Arzt die Daten lesen kann. Da haben wir schon problematisiert. Also wir waren viel schneller beim Problematisieren als beim Auto zum Beispiel. Das muss man doch als Vorteil sehen, wenn Sie gehen in der Zukunft auch nicht mehr zu einem Arzt, sondern wenn die Digitalisierung dazu führt, dass viele Experten an einem Tisch sitzen und darüber entscheiden, ist das ein Vorteil für Sie, weil der einzelne Arzt kann überhaupt diese Informationsflut überhaupt nicht mehr alleine interpretieren. Das heißt, wenn man versteht, dass das eigentlich ein Riesen-Benefit ist für den Einzelnen, der wieder zurückkommt, dann würde man sich dem vielleicht auch viel mehr öffnen. Beispiel, was ich in den Diskussionsrunden immer bringe. Alle Leute haben ja unwahrscheinlich viel Angst über diese genetischen Daten, da könnte was rauskommen. Gehen Sie mal ins Google, geben Sie sich einmal selber ein, als Person, man muss ein bisschen im öffentlichen Leben vielleicht stehen, und machen Sie mal ein Profil von sich. Wie viel Informationen, ich mache das immer meinem eigenen Beispiel, geben Sie mal Matthias Schwab ein und schauen mal, wo ich überall vorkomme, mit wem ich gefilmt werde, wo ich aufgetreten bin, wo privat dann irgendwelche Bilder sind. Sie können, wenn Sie das einem Psychologen geben, mich wahrscheinlich besser charakterisieren, bis ins Detail, was ich bin, wie ich bin, als wenn meine Erbsubstanz aufliegen würde. Dann wissen Sie mehr über mich, und es ist alles public available, als wenn ich Ihnen jetzt mein genetisches, meine genomische Sequenz hinlege, weil das ja immer nur eine Vorhersage ist. Das andere ist real life. Das heißt, wenn jemand möchte, dass er über mich was rauskriegt, dann ist das heute schon möglich. Und das ist, wenn man so mit den Leuten argumentativ das bespricht, dann wird auch viel Angst
weggenommen. Ich glaube, unser größtes Problem ist einfach, diese Angst wegzunehmen, dass man mit den Leuten kommuniziert und spricht. Und das ist es, was in der Medizin so schwierig ist, weil diese Kommunikation bedeutet natürlich auch ganz andere Ressourcen. Das ist vielleicht im normalen ärztlichen Bereich, wenn man eben Patienten sieht, die Zeit ist dann auch nicht da und da bräuchte man ganz andere Medien, ganz andere funktionierende Apparate, dieses zu transportieren. Und ich sage immer, Beispiel Stuttgart 21, kommunizieren muss man es und das muss man besser machen, dass es rüberkommt und so muss man mit dem Patienten das besser kommunizieren, was bedeuten diese Big Data. Und wer das besser versteht, einfach versteht, das kann man nicht so abgehoben mit Netzwerken, das ist zu kompliziert. Einfach versuchen, die Leute zu informieren und das muss langfristig geschehen. Und nicht plötzlich, jetzt sind die Daten da, jetzt verwenden wir das und dann geht es um die bessere Therapie, das ist zu schwierig. Das kann man, da überfordert man die Patienten und selber ja auch. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder Fachmann oder Fachfrau ist. Ja, dem kann ich nur hinzufügen, ich habe in meinen beiden Kliniken in den letzten 2 Jahren Nachfragen bei den Patienten gehalten, was sie davon halten würden, wenn wir ihre Daten intensiver abspeichern als in der Vergangenheit. Die Vergangenheit war immer damit verbunden, wenn ein Patient, der vor 10 Jahren zum letzten Mal da war, Entschuldigung, und jetzt wiederkommt und wir diese alten Daten schon gar nicht mehr haben. Das ist die erste Problematik, die da entsteht, wenn wir unsere Daten nicht sauber auch in der Zukunft speichern, die ganz speziell und ganz spezifisch für den Patienten Gültigkeit haben. Der DNA hat gar nicht mit Genetik was zu tun, das ist ganz normal. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der Klinik. Wie gehe ich mit den Daten um? Wie kann ich die morgen in 5 Jahren, in 10 Jahren nochmal verwenden? Was muss ich ergänzend mit dem Patienten denn vornehmen, um ihn zu aktualisieren, sage ich jetzt mal? Und die Umfrage, die ich gemacht habe, ob wir das denn so digital verwenden können zukünftig und ihn enger einbinden in das tägliche Klinikgeschehen, die war groß gekennzeichnet davon, dass die Menschen, die ja krank sind oder irgendeine Beschwerde haben, uns ja die Daten sowieso schon gegeben haben. Also das Vertrauen ist an sich da. Wir sollten einfach nur noch für Rahmenbedingungen sorgen, die dem Patienten die Sicherheit geben, dass wir verpflichtet sind, mit Daten so sicher für ihn umzugehen, dass er dann auch in aller Ruhe und in allem Verständnis und Vertrauen und Mitarbeit, auch Gedanken, die Daten kommen wieder, stehen mir dann später auch wieder mal zur Verfügung, ist der Patient aus meiner Sicht bereit, diese Dinge mitzumachen. Hier fehlt an manchen Stellen einfach dieses ewige Misstrauen säen seitens der Medien, dass wieder irgendwelchen Datenmissbrauch gemacht hat. Solche Dinge sollten differenzierter in Politik und Medien und Wirtschaft diskutiert werden. Ich würde gerne direkt darauf einen Kommentar geben. Wir hatten vor kurzer Zeit Landesgesundheitskonferenz mit Bürgern und mit Spezialisten, mit Gesundheitspolitikern, Landtagsabgeordnete, Krankenkassenvertreter, Ärztevertreter. Und das Interessante war, es ging um Telemedizin, wie man Telemedizin einsetzen kann. Das Interessante war, die Experten haben das Thema Datensicherheit sehr schnell problematisiert und als Problem gesehen. Die Patienten, die Bürger haben ganz andere Probleme. Das war für die gar kein Thema. Die sagen, wie mache ich denn das in meinem Landkreis? Ich habe keine Fachärzte mehr. Ich möchte, wenn ich alt werde, möglichst lange in meinem Landkreis bleiben und sehe das Problem, wie kann das ermöglicht werden? Die wollten die positiven Chancen diskutieren. Die Fachexperten, egal wer, ob das die Ärzteverbände waren, ob das die Krankenkassen waren, ob das die Politiker waren, die wollten das Thema Datensicherheit. Ich glaube, da findet sowas wie ein Wechsel statt in der Bedeutung. Trotzdem müssen wir natürlich unsere Standards definieren und auch dafür sorgen, dass die eingehalten werden, weil das ist die Basis für das Vertrauen. Aber das Problematisieren kommt eher von Experten, würde ich vollkommen unterstreichen. Dieses eben der Konsument, was ich eingangs gesagt habe, oder Sie auch gerade sagen, der Patient hat ja das Interesse. Warum? Weil er ja auch den Nutzen hat. Ja, am Ende des Tages, egal in welcher Industrie, ob ich jetzt im Internet etwas bestelle und im Retail-Bereich unterwegs bin, ist es ja der Nutzen. Und deswegen gehe ich ja heute schnell im Internet und bestelle ja schnell meinen Urlaub etc. und gebe viele, viele Daten in dem Zusammenhang frei, weil der Nutzen da ist. Ja. Und ich sage jetzt aus IT-Lösungsanbietersicht nochmal, die Dinge sind möglich. 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Ja, man braucht Investitionen. Die sind leider an
an der einen oder anderen Stelle, nicht nur in der Branche, auch in anderen Branchen hinten angestellt, aber wieder aus dem Amerikanischen kommend, wir sehen in den amerikanischen Unternehmungen jetzt außerhalb der Medizinbranche, dass der Chief Digital Officer in der Vorstandsetage unserer Industriekunden einzieht, ja, weil das Thema Digitalisierung sich niemand entziehen kann und die Bedeutung braucht genauso wie um das Thema Sicherheit. Ja. Also die Diskussion erinnert mich so ein bisschen, als ob ich noch im Mittelalter bin. Ich gebe Ihnen an vielen Stellen recht, und gerade Frau Neumann, was Sie sagen, technisch wären wir in der Lage, durch eine Vernetzung von vielen Daten, die nie im Kopf eines einzelnen Arztes für eine Diagnose da sein können, durch eine geschickte Vernetzung letztendlich aus der unendlichen Kombinatorik dann doch auch bei vor allem seltenen Krankheiten eine exakte Diagnose abzuleiten. Die Diskussion über die Daten halte ich insoweit wirklich für eine völlig missgeführte, weil wir können ja über anonymisierte Daten reden, Punkt eins. Und wenn Sie einen Patienten fragen, der eine auch schwere, vielleicht seltene Krankheit hat, ob Sie bereit sind, seine Daten anonym in den Datenpool reinzugeben, um einen Input zu bekommen, was die Wahrscheinlichkeit A, B, C für verschiedene Möglichkeiten wäre, der springt Ihnen um den Hals, wenn er schon Jahre vorher eine Odyssee durch verschiedene Arztpraxen und so weiter hatte und jeder Arzt im Grunde genommen halt doch nicht die Diagnose stellen konnte, weil das Wissen ihm nicht da ist. Und mich erinnert es an eine Sendung, die regelmäßig kommt, Stichwort Odyssee-Diagnose oder Abenteuer-Diagnose. Wenn Sie da erleben, dass Leute wirklich über Jahre durch Ärztepraxen pilgern, bis dann irgendeine junge Ärztin in einem Krankenhaus, wo auch völlige Hilflosigkeit herrschte, sich erinnert hat, dass sie im Studium mal einen Artikel gelesen hat über solche Symptome, die der hatte und dem danach ging und das war es dann. Dann sage ich, die junge Ärztin hat es noch im Kopf, so ein Kollege im mittleren oder späteren Alter hat es dann nicht mehr im Kopf, aber das könnte genau der Rechner liefern, dass im Endeffekt solche Daten dann zielführend eben dann eingesetzt werden. Und wie gesagt, diese Diskussion über Datensicherheit, da sollte mal ein Promoter, egal wer das ist, hinstehen und sagen, Frau Neumann, Sie sagten es eigentlich auch, was gibt es denn täglich mit deinem Kreditkartenpreis und wenn wir deine Daten anonymisiert in den Rechner geben, es kann doch nur zu deinem Nutzen sein und ich glaube, kein Patient würde dem widersprechen. Also hier fehlt für mich irgendwo jetzt der richtige Promoter, der sagt, verdammt, ich habe jetzt die Nase voll, wie das hier im Kreis rumläuft. Wer nimmt das jetzt in die Hand? Ist es die Krankenkasse, ist es die Politik oder ist es vielleicht ein Konsortium von Kliniken zusammen mit IBM, die das Backup dann zur Verfügung stellt? Jetzt bleiben wir mal ein bisschen hier unten. Da kommt nämlich auch gleich eine Frage. Sie sind dran. Ja? Wolfgang Runge zu meinem Hintergrund. Früher in der Geschäftsführung ZDF Lenksystem, also Thema autonomes Fahren, bin ich noch vorne mit dabei. Meine Fragen, weil wir uns mit ähnlichen Dingen beschäftigen, wann nimmt ein Kunde etwas an? Wenn es ihm etwas nützt, Sie haben es mehrfach betont. Das Thema ist momentan Sicherheit im Fahrzeug. Wenn man so ein Schlagwort gebraucht, würde ich Ihnen raten. Zweitens, wenn er etwas umsonst bekommt und seine Daten werden dabei abgeschöpft. Ich habe heute das erste Mal verstanden vom Nutzen her, dass die großflächige Betreuung auf dem Land dieser eine entscheidende Nutzer für Telemetrie sein kann. Ist mir so in der ganzen öffentlichen Diskussion nicht vorgekommen, würde ich verbreiten. Zweitens, kritische Frage, das Thema Wertschöpfung. Werden die Ärzte jetzt ersetzt, weil wir bei den neuen Technologien, Google und Co. sehen, diese Zwischenträger, Logistik, Dienstleister brauchen wir nicht mehr. Wir gehen an die Datenbank, wir gehen an die eigentlichen Institute und die Ärzte werden überflüssig. Passiert so etwas, dass man sagt, ich habe irgendwo einen anderen Wertschöpfungsprozess. Aber wie gesagt, das Thema Nutzen und was gebe ich dem Kunden, dass er umsonst seine Daten abgibt. Ich glaube, selbst für mich wäre es wissenschaftlich völlig schwierig zu sagen, es nützt mir was, wenn ich jetzt meine Daten abgebe. Ist das dazu oder sollen wir erstmal das die Runde beantworten lassen? Ähnlich. Na, dann machen Sie noch. Komm. Ich bin sachkundige Person im Sinne des Arzneimittelgesetzes und Hersteller individueller Medikation von Arzneimitteln. Wir haben ja im Moment die Sache so, dass wir in gewissen Bereichen hochvalide Computersysteme haben, wie in Kliniken und in der Pharmaindustrie. Wir haben aber
vorsichtig ausgedrückt, Softwareinseln beim niedergelassenen Arzt und beim niedergelassenen Apotheker, die jegliche Ansprüche an valide Verhältnisse widersprechen. Und wir vernetzen über diese digitalen Wandel jetzt quasi hochvalide Systeme mit nicht validen Systemen und grundsätzlich kann daraus kein valides Produkt entstehen, wenn dazwischen Softwaresysteme sind, die keinerlei Qualitätskontrolle haben. Also wir reden hier von Prozesssicherheit, von Datenschutz und Vernetzung möchte ich jetzt nicht mehr reden, weil ich glaube, da hat jeder die gleiche Meinung, aber die Prozesssicherheit ist absolut problematisch und das wird im Moment im Gesundheitswesen kaum akzentuiert. Es wird über die Gematik gesprochen. Die Gematik ist für mich, wenn man es fachlich sieht, die sichere Übertragung falscher Daten, weil diese Daten, die da übertragen werden vom Arzt und vom Apotheker, nicht valide sind. Wie stehen Sie als Ärzte dagegenüber, wenn Sie jetzt nicht mehr Herr der Diagnosedaten sind, aber eine Therapie machen müssen? Obwohl ich nicht Arzt bin, ja, die Rückfrage und zwei Punkte. Also ich stimme Ihnen zu den drei genannten Punkten. Ja, vielleicht noch ergänzend zu dem, wir als Konsument, Patient greifen auf Digitalisierung, wenn der Nutzen da ist und wenn die Dinge leicht intuitiv gehen. Heute passiert nichts mehr digital, wenn es kompliziert ist, wenn ich viel lesen muss, dann verliert man den Zugang zum Individuum. Das heißt, auch dieses Intuitive im Umgang mit den Dingen stelle ich in den Vordergrund. Der zweite Punkt ist, bisschen zu Ihrem Punkt, nicht valide Daten. Ja, ich meine, das ist eins unserer, wenn ich vorhin im Eingang gesagt habe, Sie haben das Schlagwort Big Data, wir sagen Cognitive Analytics, wirklich in der Königsdisziplin zu sagen, die Daten sind nicht strukturiert und so weiter, sie kommen aus dem Umfeld, aber sie sind auch teilweise falsch. Ja, und ich glaube, auch da gibt es Ansätze, ja, aus unserer Lösungssicht, da die Dinge zu überprüfen. Wir werden nie die Endentscheidung aus einer IT oder Software bekommen. Aber was wir sehen, sind zwei Dinge in allen Branchen. Zum einen, das Thema Software geht ganz nach oben. Mein Bosch mehrfach gefallen, er stellt Tausende an Softwareentwickler ein. Die neue Profession für junge Absolventinnen in Amerika ist the Coding. Coding of Software, Girls Coding Days finden dort statt. Das Thema Software ganz prominent, weil es bestimmt unser Dasein in dem ganzen Thema Digitalisierung. Und das Zweite möchte ich auch aufgreifen von Ihnen. Ja, aus meiner Sicht, die Industrien konvergieren zu einem Stückchen und die Profession Arzt, Mediziner in der Sache, was geliefert wird, der Nutzen, was man braucht, ja, damit ein Patient behandelt wird, wird nicht verschwinden, aber vielleicht die Arbeitsteilung. Ja, und das sehen wir ja nicht nur in der Medizin, sondern in allen Berufen. Ja, wie viel heute in einer Produktion, Automotive war jetzt mehrfach das Thema, ein ganz anderer Berufsbild in einem Werk ist, in einem produzierenden Unternehmen durch das Thema Roboter und Mensch zusammen etc. Also und das glauben wir ganz stark, Konvergenz der Industrien durch Digitalisierung und wer die Märkte besetzt und wer es treibt am Ende des Tages, ist dann dort, wo leider das Geld dann oder das Businessmodell verdient wird. Kann ich auch noch direkt zu diesem Thema Wertschöpfungskette. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Wenn wir sehen, dass wir Dinge digitalisieren wollen, wenn wir Telemedizin einführen und schauen uns an, wo sitzen die Bremser, dann ist es natürlich derjenige, der Angst hat, was zu verlieren. Das ist tatsächlich, wenn Sie in Kleinstädte gehen, Universitätskleinstädte in Süddeutschland, der Facharzt, weil da gibt es eine Facharztdichte, die haben eigentlich jetzt schon sehr viel Kompetition und die wollen nicht, dass auch noch eine Telemedizin dazukommt. Wenn Sie aber ins flache Land rausgehen, nach Norddeutschland, wo es den Facharzt gar nicht mehr gibt, da sind die froh, wenn sie kommen. Und wenn Sie sich jetzt den demografischen Wandel anschauen, dann werden Sie sehen, wir werden ein Rekrutierungsproblem kriegen in 5, in 10, in 15 Jahren und dann haben wir die Diskussion nicht mehr. Ich glaube, ja, die Wertschöpfungskette stellt sich neu auf. Ich glaube, der Arzt wird dadurch nicht abgeschafft, aber er kriegt neue Funktionen und das muss man vermitteln. Wir haben die Notwendigkeit, dass auch eine Profession sich Gedanken über die Zukunft macht und Angebote formuliert, wie wir auch morgen qualitativ hochwertige Versorgung sichern können. Und das geht mit digitalen Lösungen. Das ist das eine. Die zweite Frage war, wie können wir sichern, dass die Daten valide sind, dass die Daten korrekt sind. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, das bei den Fachgesellschaften noch nicht angekommen ist. Ich hatte neulich so eine Herausgebersitzung von einer sehr renommierten Fachzeitschrift, 250 Jahre alt, da ging es um Digitalisierung, brauchen wir überhaupt noch Printmedien und. Und was wir da in der Diskussion aber tatsächlich irgendwann adressiert haben, dass eigentlich die Aufgabe ist von denjenigen, die früher Fachzeitschriften geschrieben haben, damit einen Standard gesetzt haben, dass sie heute einen Standard definieren, wie auch digitale Daten erfassen.
erfasst werden. Und das muss tatsächlich Aufgabe einer Profession sein, hier besser zu werden. Wir haben ein Risiko, Sie haben es angesprochen, ein Risiko, dass digitale Lösungen falsche Daten prozessieren. Also müssen die Professionen dafür sorgen, dass Qualitätsstandards eingehalten werden. Vielleicht noch eine Ergänzung, was mir vorhin aufgefallen ist, was mir hervorragend gefallen hat, war der Google-Mann. Der hat gesagt, hier hast du eine Liste, da kannst du einstellen, welche Daten vergessen werden sollen. Ich glaube, als Patient hätte ich Angst, dass ich meine Daten anonym abgebe und gar nicht mehr weiß, wohin sie verschwinden. Ich würde mir wünschen, ja, ich könnte sehen, wo meine Daten sind und ich könnte zum Tag X sagen, und jetzt lösche sie wieder. Würde mir als Patient Vertrauen schenken, Ihnen meine Daten anzuvertrauen. Genau so ist es in der Praxis. Also jetzt, ich kann für die genetischen Daten sprechen, da gibt es nach dem Gendiagnostikgesetz ein Aufklärungsgespräch und da wird ganz klar, dass Sie Herr über Ihre Daten sind. Sie können sowohl fragen, wo die hingehen, wo die gelagert werden und Sie bestimmen, wie lange die gelagert werden. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, da muss man auch als Patient einfach diese Verantwortung auch mit übernehmen und diese Fragen auch stellen. Und dann, denke ich, gibt es für viele auch schon eine Lösung. Also wenn Sie sagen, Sie wollen, dass die Daten morgen vernichtet werden, werden die morgen vernichtet. Versteht das der normale Patient? Also alle Patienten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben das sehr gut verstanden. Wird der im Arztgespräch ausdrücklich thematisiert, ja? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Die Patienten wissen teilweise viel mehr, als sie für möglich halten. Vielleicht immer auf das Thema, was Sie angesprochen hatten mit der Qualität der Daten. Ist natürlich schon so, dass wir nie hundertprozentig ausschließen können, wenn in der Apotheke oder bei einem niedergelassenen Kollegen oder im Krankenhaus Daten erhoben werden und die nicht valide dort schon erhoben werden. Das ist ja mal der erste Standard. Und die dann eingespeist würden, technisch ist das alles möglich. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Dann muss man sich fragen, welche Kriterien schalten Sie hier ein? Ich kann nur Beispiel sagen, Sie wissen alle, in Schweden ist es ja schon seit über 50 Jahren der Fall, dass alle Verschreibungsdaten eines Patienten zusammengefasst werden. Unerwünschte Nebenwirkungen bei Arzneistoffen werden gesammelt in Schweden von allen Krankenhäusern in einer zentralen Datenbank. Das ist überhaupt kein Problem. Für den Patienten ist das natürlich das Bestmöglichste, weil er wird ja da auch geschützt, wenn er woanders landet. So eine Diskussion setzt aber voraus, dass die Erhebung dieser Daten nach gewissen Standardkriterien, SOPs, laufen. Und das muss man natürlich versuchen hinzukriegen. Und das ist natürlich, das kann auch so ein technisches System nicht leisten. Wenn die Ersterhebung der Daten falsch ist, dann muss man vielleicht Mechanismen einbauen, das haben die Schweden aber sehr gut gemacht, Algorithmen einzubauen, um die Plausibilität der Daten zu überprüfen. Das ist das, was zum Schluss rauskommen muss. Der eine sitzt am Ende, ruft die Daten ab und sagt, das kann ja gar nicht stimmen. Aber da braucht man vielleicht dann schon noch einen gewissen Überblick und braucht man eine Position dazu, aber letztendlich das zusammenzuführen, das Technische, das ist alles verfügbar. Warte mal, Frau Wobiskup noch kurz, Sie wollten auch was sagen. Ja, ich wollte sagen, wir müssen auch mal aufhören, jetzt so viel zu reden, wir müssen auch mal was tun. Also wenn wir uns angucken, zum Beispiel in Großbritannien werden jetzt 200.000 Menschen einfach sequenziert, da werden Daten gewonnen, Island komplett genotypisiert und wir reden und reden und reden, wir schauen hinterher. Also ich denke auch, also das macht mich so ein bisschen unruhig, dass wir hier alles Mögliche vor und zurück diskutieren, aber es gibt nicht eine einzige Initiative, Leuchtturmprojekt stand vor, auch irgendwo, wir müssen uns jetzt mal zusammenraufen und mal ein vernünftiges Projekt auf den Weg bringen, damit wir überhaupt in der Lage sind, die Medizin von morgen zu machen. Jetzt war eben, wo Sie hatten es gerade. Ja, zu Ihnen nochmal, eben, Schweden hat es eigentlich vorgemacht, wie man es valide machen kann, ja, denn durch so eine zentrale Datenbank kann ich Softwareleute hinsetzen und gucken, schafft die Datenbank richtig. Bei tausenden dezentralen Systemen, die wir hier in Deutschland haben wollen, habe ich tausende Softwaresysteme, die eben nicht valide arbeiten. Ja, und da ist Datenschutz fehlverstanden, ja, weil nämlich genau dann der Datenschutz gegen die Prozesssicherheit bewertet worden ist. Und da war die Prozesssicherheit nicht so wichtig als der Datenschutz. Ja, und das halte ich für kompletten Nonsens. Und der Punkt, den Sie aufbringen, ist, das wird ja nicht diskutiert. Ich bin ja nicht Fieso-Runden. Aber das muss man halt dann einfach mal sagen. Das Dezentrale wird schon schwierig sein, weil man muss einfach da Lösungen finden. Und diese Lösungen sind vielleicht die wichtigeren Lösungen, als jetzt zu fragen, kann man das IT machen, ist dann Angst vom Patienten? Der Patient hat eigentlich keine Angst, denn wenn man das gut erklärt, der will es haben. Nur das sind unsere eigenen Hürden. Es gibt auch natürlich rechtliche Hürden. Es ist schon so, wir unterliegen hier in Deutschland zum Beispiel Ärzte, wenn Ärzte bestimmte Daten im größeren Umfang sammeln, haben sie so ein Berufsrecht des Landes Baden-Württembergs. Das ist halt mal so. Und da müssen sie eine berufsrechtliche Beratung über sich ergehen lassen. Das ist eine Ethikkommission, das ist wichtig. Ich bin selber seit 15 Jahren Mitglied der Landesbaden-Württembergs.
Landesärztekammer-Ethikkommission und ich stehe völlig dahinter. Bloß man muss natürlich versuchen, diese verschiedenen Regularien miteinander zu verknüpfen, weil das kann ja, es ist nämlich gar nicht eigentlich so einfach, große Datensätze von Patienten zu sammeln über die Zeit, wenn sie es dann für mehrere Patienten verwenden wollen, also für mehrere Ärzte in einem großen Krankenhaus, verschiedene Disziplinen, dann haben sie da bestimmte Regularien zu erfüllen und zu berücksichtigen, nicht, dass sie im Berufsrecht plötzlich auch rechtliche Probleme bekommen. Das heißt, es ist komplex, die Thematik, die muss man angehen. Und wie Frau Biskup sagt, die muss man wirklich angehen und nicht immer sagen, naja, das ist die Hürde, jetzt machen wir es nicht und deswegen schiebt man es vor. Und ich glaube, diese Sachen sind viel wichtiger als die Detailfragen, ob der eine genetische Genotyp dann wirklich zur Gefährdung führt und der Risikofaktor ist oder nicht. Jetzt muss ich aber mal, weil jetzt hier so eine Übereinstimmung ist, was natürlich an dem Thema liegt und an dem Kongress liegt, dass das alles ganz sinnvoll ist und wir da ganz viel Daten erheben sollten und nutzen sollten, doch mal die Gegenposition sozusagen nochmal sagen einfach, weil sonst entsteht ein falscher Eindruck. Es gibt also erstmal zwei Gegenpositionen. Die eine Gegenposition ist natürlich so eine latente, typisch deutsche, aber sie ist einfach da, ob es einem gefällt oder nicht. Sorge, was passiert mit meinen Daten? Weil Sie das Beispiel Schweden genannt haben, Frau Biskup, in Schweden ist es eben auch zum Beispiel üblich, dass ich die Einkommensverhältnisse aller meines Nachbarn angucken kann im Netz und kein Mensch stört das. In Deutschland ist das ein Riesenthema, da wird ja noch nicht mal unter Kollegen im Betrieb darüber geredet, was der andere verdient. Es ist einfach, muss einfach sehen, ja, ob man das ist gut oder schlecht findet. Wir kommen aus einer anderen Tradition. Und wir sind noch nicht so weit. Und jetzt wäre meine Wissensfrage an die Mediziner. Sind Sie drei denn mit Ihrem, sagen wir mal, offenen Ansatz typisch überhaupt für Ihre Profession? Oder ist es nicht möglicherweise, auch ich weiß es nicht, Frage ist wirklich offen, unter Medizinern so, dass viele noch gar nicht, dass die das auch gar nicht wollen eigentlich? Oder sprechen Sie für die ganze Zunft? Ja. Also prinzipiell ist es so, was wir in vielen Projekten erleben, das ist tatsächlich so, dass wenn Sie in die Breite gehen, dann ist es nicht so, dass wir eine große Akzeptanz haben. Das sind auch viele Sorgen. Ich meine, wenn man allein die Diskussionen sieht, die Ständeorganisationen geführt haben bei Einführung der Gesundheitskarte, Telematikkarte, was da auch an Widerstand dann im Alltag wahrnehmbar war. Ein anderes Beispiel für mich ist, wir wollten unbedingt für die Telemedizin eine Gebührenziffer haben, weil nur dann, wenn Sie entsprechend etwas auskömmlich gestalten, kann sich das verbreiten. Es wurde ein Bewertungsausschuss damit beschäftigt, beim gemeinsamen Bundesausschuss. Das sind dann jeweils die verschiedenen Bänke vertreten, unter anderem auch, glaube Kassenärztliche Bundesvereinigung. Letztendlich hat man sich dort nicht einigen können. Das heißt aber, wir haben immer noch keine Gebührenziffer, wir können nicht abrechnen und damit blockiere ich natürlich eine Entwicklung. Das geschieht nicht von ungefähr. Also ich glaube, man muss schon Realist sein. Es ist sicher so, wenn Sie in akademische Institutionen schauen, wenn Sie in Institutionen schauen, wo Forschung gemacht wird, wo man das Thema Big Data auch im Forschungsbereich hat, ist eine große Offenheit und wahrscheinlich je größer die Organisation ist, desto mehr haben Sie diese digitalen Themen, auch Krankenhäuser. Ich glaube, da ist es auch schon deutlich weiter. Aber wenn Sie dann eher so in die Fläche gehen, dann wird es schwierig und dann kippt es auch irgendwann. Und irgendwann haben Sie dann auch eine kritische Menge von Leuten, die dann tatsächlich auch eher blockieren. Mein Eindruck ist nur der, dass aufgrund der Rahmenbedingungen dieses Problem zunehmend kleiner wird. Ich denke, das ist das, was wir vorhin auch gehört haben im Forum, ist auch das Thema Aufklärung und Bildung. Also ich glaube, viele, auch ob das jetzt Mediziner sind oder andere Kollegen, die meisten wissen gar nicht, worum es geht. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man auch keine Meinung dazu abgeben. Und ich glaube, wir sind in der Verpflichtung, da noch viel mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, um dann auch Innovationen auch im Gesundheitssystem zu ermöglichen. Also ich finde das teilweise wirklich schlimm. Also wenn ein Patient, zum Beispiel jetzt die Revolution in der Tumortherapie, die Immuntherapien, ja, wenn Sie da als Patient das wissen, dass es das gibt, weil Sie es in der Bildzeitung gelesen haben und dann gehen Sie zu Ihrem behandelnden Arzt und der sagt, das habe ich noch nie gehört, das ist einfach eine katastrophale Situation. Und das ist, glaube ich, teilweise gar nicht, dass Sie es nicht wollen, sondern Sie wissen es einfach nicht. Der Meinung sein, dass vieles derzeit natürlich in akademischen oder vielleicht auch Forschungseinrichtungen weiter fortgeschritten ist. Die breite Masse, da haben wir sicherlich ein großes Defizit. Ich bin derzeit Präsident der Deutschen Gesellschaft für experimentelle klinische Pharmakologie und Toxikologie. Also sind viele Mitglieder dieser Gesellschaft, dieser drei Gesellschaften. Und wenn Sie allein hier rumfragen bei Fachexperten, dann ist auch hier die Akzeptanz zum Teil unterschiedlich. Das heißt, wir sind nicht mal in Fachbereichen so weit, dass jeder mit dem mitgeht, was wir hier jetzt so diskutieren, weil hier wahrscheinlich doch eine Positivselektion sitzt.
Und ich sage, mein ganz klares Statement ist, das erste ist Auswahl, Education, Bildung. Das ist das, was uns fehlt. Das wird natürlich auch nicht finanziert. Da gibt es keine Programme dafür. Bildung gibt es viele Programme, aber für das, dass wir hier besser an die Mann oder an die Frau kommen, das muss durchgeführt werden. Nur dann können wir auch das umsetzen. Alles andere ist ein Gerede. Ich meine, die Methodik steht, die IT steht, das ist alles, die Guidelines sind vorhanden. Ich sage Ihnen noch eins, es hat sich viel bewegt. Wer verfolgt die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, wie die Akademie der Wissenschaften in Mainz, hat zusammen Guidelines herausgegeben, eine Guideline zur personalisierten Medizin für Stakeholders, für Politiker, für all dies. Letztes Jahr, 2014, zur Omics-Technologie. So dicke Bücher für alle, dass das verfügbar wird in Deutschland. Das hat ja schon eine Stellung, wenn die Nationale Akademie der Wissenschaften sich hier 2 Jahre lang bemüht, das zu kommunizieren. Verfügbar ist das alles. Nur das ist wahrscheinlich zu wenig, wenn man das druckt und wenn man dann sagt, es steht im Internet und wir teilen es aus. Es muss aktiv herangeführt werden und es geht schon in der Ausbildung, der studentischen Ausbildung los. Wenn Sie sich überlegen, ich bin ja Hochschullehrer und muss ja viele Studenten ausbilden und wenn man sich überlegt, dass das ein Thema ist, was vielleicht ein eigenes Fach sein sollte, wo eben diese Digitalisierung, diese digitale Bewegung muss ja auch den medizinischen Studenten heute schon mehr klar gemacht werden und kann vielleicht nicht so in der Ausbildung der Innenmedizin und Kinderheilkunde so nebenbei mal erwähnt werden. Ich glaube, da haben wir Defizite, die man jetzt angehen muss, denn das ist unsere nächstfolgende Generation, die muss wenigstens jetzt aufgestellt werden und da gibt es auch noch viele. Gehen und sagen, noch früher anfangen, also nicht nur auf der Hochschule, sondern wirklich in der Grundschule und in dem Ausbildungsweg den Umgang mit digitalen Medien zu schulen. Das ist heute nicht im Lehrplan verankert und das gehört ganz, ganz dringend in Grundschulen aufwärts ein. Und wenn ich vielleicht ergänzen noch kann, diese 3 Kräfte, die ziehen. Ich bin ganz davon überzeugt, der Patient, das Individuum, das wird stärker ziehen und wird die Industrien inklusive auch der Medizin oder Healthcare oder Life Science Industrie vor sich hertreiben. Das zweite Punkt ist auch zu dem Thema Industrien verschieben sich, Konvergenz der Industrien, die für die Gesundheitsleistung zahlen, die Versicherungen, die zahlen, ja, die sind sich auch in einem Wettbewerb ausgesetzt. Wenn der Automotive-Hersteller morgen ja, das Versicherungspaket mit anbietet, dann muss sich der Versicherer von heute auch überlegen, was er denn auf der Digitalisierungsebene anders tut, um hier seinen Marktanteil zu behalten. Ja. Und ich hoffe sehr stark, ja, dass wirklich die Mediziner dem sehr offen sind, weil am Ende des Tages ist ja ihr Ansatz, die bestmögliche Prävention, Diagnose und Therapie zu leisten. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt haben wir natürlich identifiziert, wo auch Probleme sind. Ich persönlich denke, und das ist vielleicht der Ansatz, den Sie gerade angesprochen haben, wenn wir etwas anbieten können, dass diese Menschen, die ja wirklich zum Teil allein vor sich hinkämpfen, im Moment Dokumentationsaufwand haben und. Jetzt kommen noch diese digitalen Herausforderungen. Wir lassen die auch ziemlich allein. Und ich glaube, wenn wir hier Angebote formulieren, die helfen, dass die qualitativ weiterhin gute Medizin machen und die sie unterstützen in ihrem Dasein. Ich glaube, das wäre auch durchaus eine Brücke, über die man so im Menschen drüber bekommt. Man muss es positiv angehen. Weil in vielen Branchen der Einzelne ja schon digitalen Dingen ausgesetzt ist. Ja, aber der niedergelassene Arzt nicht unbedingt. Ich war bei den Ärzten. Ich wollte ein bisschen relativieren, weil ich wollte nicht, dass wir jetzt eine Gruppe, sagen wir mal, in die Ecke stellen. Man muss auch ein bisschen Verständnis haben für die Gruppe. Ja. Die haben durchaus ein sehr schweres Leben und ich glaube, man muss positive Angebote formulieren. Auch nochmal den Punkt aufnehmen, den Sie angesprochen haben, ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Jetzt gehöre ich wahrscheinlich auch zu denjenigen, zu wenig davon verstehen und deswegen eine gewisse Skepsis haben. Aber wenn ich das Ganze hier sitze und höre, dann muss ich zugeben, so eine gewisse Angst umkommt mich dann schon. Dann höre ich von riesengroßen Datenmengen, die zentral gelagert werden. Und ich glaube, da müssen die Experten, die ja wissen, wie das offensichtlich alles gut, vielleicht auch den Versuch unternehmen, dem Normalbürger ein wenig die Angst zu nehmen. Und wenn Sie sagen, der Patient, der ist ja viel weiter und der ist ja bereit, alle Daten abzugeben, der ist gefragt in einer Situation, in der es ihm schlecht geht und in der Situation ist er möglicherweise dann auch bereit, mehr Daten preiszugeben, weil er sich Heilung erhofft, als dass er bereit wäre in einer Normalsituation, wenn er eben nicht da drin ist. Also ich glaube, es gibt durchaus in Deutschland, Sie haben das ja angesprochen, eben eine andere Tradition als in anderen Ländern mit großen Vorbehalten und ein ganz wesentlicher Punkt, das habe ich zumindest bis jetzt nicht gehört, wahrscheinlich ist es selbstverständlich,
Aber die Datensicherheit, gerade bei diesen Daten, die Frage, Stichwort kennen Sie, NSA-Skandal, wie sicher sind denn die Daten tatsächlich? Wer kann denn dann sich in diese Daten, riesigen Datenpools, die wir haben, hineinhacken und was passiert dann mit diesen Daten und wie gut sind die denn tatsächlich anonymisiert? Was passiert damit? Und über diese Sorge, das wäre meine Bitte, sollten Sie nicht einfach hinweggehen, sondern darüber informieren, wie kann man denn damit umgehen und wie kann man diese Daten sicherstellen? Wie ist denn sichergestellt, dass die auch tatsächlich anonymisiert sind? Und wenn der Hacker da reinhaut, dass der nichts damit Vernünftiges anfangen kann. Aber das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Einen kleinen Kommentar zu. Unser Ministerpräsident hat immer einen schönen Satz, das sagt er immer zu dem. Datenschutz kann nicht dazu da sein, dass der Datenschutz dazu führt, dass es keine Innovation gibt. Ich gebe Ihnen völlig recht, der Datenschutz hat oberste Notwendigkeit. Nun die hundertprozentigste Sicherheit, dass man das alles so sichern kann, dass gar nichts passiert, das wird es nicht geben. Aber wir brauchen eine Lösung, dass wir hier einen vernünftigen Datenschutz verwenden, damit auch der Patient letztendlich zum Benefit kommt. Ich will ein Beispiel sagen, natürlich werden ja schon seit Jahrzehnten die klinischen Daten von Patienten auch in Krankenhäusern gespeichert und benutzt. Und wenn jetzt diese Riesenangst der Genetik dazu kommt, was ja immer als Concern und als Argument geführt wird, dann muss man besser aufklären, das ist das. Eine Genetik, wenn ich mache, ist ja immer nur eine Vorhersage. Das ist also, ist ja nicht so, ich habe die Genetik und ich werde dann das erreichen. Das muss man versuchen, besser zu kommunizieren und auch den Datenschutz muss man besser kommunizieren, was es gibt, welche Systeme es gibt, die eingeführt sind und wie man das hinbringen will. Und das fehlt, glaube ich, in der Diskussion, diese Vermittlung dieser Angst wegzunehmen. Denn in anderen Ländern geht es ja auch. Vor allem die Angst auch zu verstehen, die Ursache der Angst. Aber wovor hat man denn Angst, wenn jemand etwas weiß? Was ist es denn, dass man einen Arbeitsplatz morgen nicht mehr hat oder dass jemand, mein Nachbar, was weiß, dem ich sonst nichts erzählt hätte, diese Ursache auch verstehen. Ja, weil ich glaube, die Digitalisierung ist ja so präsent, dass Daten abgegriffen werden, die wir alle nicht heute wissen. Sie wissen, ich weiß nicht heute 100%, wer über mich etwas weiß und das können wir nicht mehr aufholen. Also ganz, ganz konkret, wer weiß hier, das ist ein Gendiagnostikgesetz, ich war in der Kommission des Bundesministeriums, Frau Biskup kennt das auch, es gibt ein Gendiagnostikgesetz in der Bundesrepublik, in dem ist ganz genau geregelt, dass genetische Daten nicht verwendet werden dürfen, wenn es zum Beispiel Einstellungen, Versicherungen etc. Es gibt wenigstens ein Gesetz, das gibt es in den USA schon lange. Natürlich kann Missbrauch notwendig sein, aber es gibt eine gesetzliche Regelung. Ich höre immer von den Leuten, das ist nicht geregelt. Das ist geregelt, das ist gesetzlich ja geregelt. Dieses Gesetz gibt es. Das heißt, es hat sich der Gesetzgeber Gedanken gemacht, wenn solche Informationen vorliegen, wer darf diese Informationen benutzen und wenn sie missbräuchlich benutzt würden, kann derjenige belangt werden. Das ist ja schon sehr wichtig. Ich sage immer, ich glaube nicht, dass eine große Krankenversicherung heute solche Daten missbräuchlich verwenden würde, weil wenn es einmal rauskommt, ist es das Ende der gesamten Geschichte, weil das ist ja der Worst Case. Das heißt also, solche gesetzlichen Regelungen sind schon sehr hilfreich und es gibt es und es ist eingeführt und das muss besser kommuniziert werden. Das weiß die meisten Menschen wissen das ja nicht. Der Patient weiß es nicht, viele Ärzte wissen es auch nicht und ich glaube, da ist unser Spiel, es dreht sich im Kreis, Education, Ausbildung, Vermittlung von Informationen. Hier aus meiner Sicht ist ja auf sehr hohem Niveau, weil wir von einem sehr hohen Standard leben und deswegen auch sehr berechtigt. Umgekehrt sehe ich die Chance in der Digitalisierung ja in Bereichen der Welt, wo wir nicht von so einem Gesundheitsstandard reden, wo ich sage, da gibt es einen Nutzen, der ist unumstritten so offensichtlich für Millionen oder Milliarden von Menschen. Und das Zweite haben wir heute ein bisschen weniger angesprochen, aber Digitalisierung heißt Effizienzsteigerung, Kosten rausnehmen im Verwaltungsapparat etc. etc. Und das anzugehen, ja, da wären ja Gelder auch frei. Und da sehen wir heute aus IBM-Sicht, sage ich, mehr Gespräche. Also wir haben mit vielen Krankenhäusern, Krankenhausverbunden etc. Gespräche und auch die ersten Projekte abgeschlossen, erst kürzlich in Österreich ein größeres dieser Art, um zu sagen, wir dokumentieren mal, wir nehmen da mal raus etwas, was Kosten heute erzeugt. Also ich wollte auch noch mal was zu Ihrer Angst sagen. Also das, was Herr Schwab auch schon gesagt hat, was Sie am Tag googeln, was Sie sich anschauen oder die Arztbriefe, die von Ihnen vorliegen, wo drin steht, dass Sie vielleicht eine depressive Episode oder sonst was hatten, das ist doch viel. Also wenn Sie jetzt 3 Milliarden Buchstaben, also den genetischen Code irgendwo ablagern, da erkennen Sie nichts daraus. Also das kann man einfach nicht lesen. Die Information, die jetzt schon über uns verfügbar ist, ist doch wesentlich mehr als über das, was wir zum Beispiel jetzt über die genetischen Daten reden. Das kann sich keiner vorstellen, dass man aus diesen Daten rein gar nichts ersehen kann. Für diese Diskussion, alle weiteren Aspekte in der Kaffeepause. Wir sind witzigerweise sogar noch relativ
am Anfang stehen geblieben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir über solche technischen Sachen reden, die ich zum Beispiel gerne hätte, dass ich also sozusagen morgens aufwache und mein Handy sagt mir, du hattest heute Nacht sehr ungünstige Blutwerte oder Atemwerte oder Sauerstoffwerte um 4.45 Uhr, bitte geh sofort als erstes zum Arzt. Ja? Das wäre ja noch viel schicker. Wir waren jetzt ja sogar noch in der Vorstufe, nämlich der Auswertung und Zusammenführung und Verbreitung von Daten, die sich aufgrund von aktuellen Erkrankungen begeben, haben aber gesehen, dass auch da noch viele Probleme sind und dass wir das nicht bald lösen. Vielleicht allerletzte Frage und nur einer von Ihnen darf antworten. Ich weiß aber nicht genau, wer. Es geschieht ja insofern was, das haben wir gar nicht angesprochen, als dass ja die Bundesregierung immerhin so einen Entwurf für ein E-Health-Gesetz durchs Kabinett gebracht hat im Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es ja darum geht, in den nächsten 3 Jahren sozusagen wenigstens mal die Voraussetzungen zu schaffen für eine rudimentäre digitale Durchdringung des Gesundheitswesens. Ist das sinnvoll oder ist das eigentlich ein Tropfen auf einen heißen Stein? Ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Sie? Okay. Also es ist hilfreich, aber es reicht nicht. Vielen Dank. Trinken Sie noch einen Kaffee und dann haben wir noch eine Schlussrunde unten im großen Saal. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen vier.